Hallo, ich bin die Anne Schacht aus List und das ist Wilma, mein Hund aus Transsilvanien. Wie ich zu ihr gekommen bin, eigentlich aus Zufall. Ich bin auf die Internetseite von der DGSH gegangen und habe Wilma dort gesehen und mich eigentlich auch direkt in sie verliebt. Also für mich stand schon immer fest, einen Hund aus dem Tierschutz zu nehmen, denn man muss sich mal überlegen, es gibt über 1 Milliarde Hunde auf der Straße weltweit und da macht es für mich eigentlich auch überhaupt keinen Sinn, jemanden einen Hund vom Züchter zu nehmen. Ich habe Wilma ja auf der Internetseite von der DGSH entdeckt und da hat mir der Internetauftritt auch schon sehr gut gefallen und wurde gut beraten, habe mich gut aufgehoben gefühlt und das war mir auch wichtig bei der Adoption. Der erste Moment, wo ich Wilma dann gesehen habe, der war schon sehr emotional und sie war natürlich anfangs sehr schüchtern, aber das ist natürlich klar, sie hat 6 Jahre auf der Straße gelebt, da muss man sich mal überlegen, was sie mitgemacht hat, was sie alles erlebt hat und natürlich ist das nicht einfach für einen Hund, sich dann in ein normales, für uns normales Leben zu etablieren, aber auch da konnte ich mich wirklich mit allen Gedanken oder Sorgen an Simone Schröder wenden und bin da gut beraten worden, was ich denn machen kann, wirklich gerade so in der Anfangsphase und auch heute kann ich mich immer noch an sie wenden, egal ob ich Fragen habe in medizinischer Hinsicht oder zum Hundetraining, egal bei welchen Fragen. Simone Schröder und ihre Organisation ist da immer für mich da.